Sag einfach go. Ja, hallo und willkommen in meiner Heimatstadt Bonn. Mein Name ist Daniel Friesen, der Gründer von Bonn City Tours. Und heute machen wir ein kleines Spezial. Wir besuchen die Bonner Kirschblüte. Wer sich an das Video von letztem Jahr erinnert, wir waren hier noch in Regenjacke. Das Aprilwetter hat uns kalt erwischt. Dieses Jahr haben wir Glück gehabt, es ist schon deutlich wärmer. Und die Kirschblüte ist ungefähr so im zweiten Drittel. Also erstmal kleine Blüte, dann dauert sie ein bisschen länger und dann kommt eben der Kirschblütenregen. Ohne jetzt zu viel dazu zu erzählen, würde ich mal vorschlagen, setzen wir uns mal in Bewegung. Wir machen einen kleinen Rundgang heute, wo wir uns eben anschauen, wie schön schaut die Kirschblüte aus. Wir werden aber auch erzählen, wie ist die Kirschblüte überhaupt erst nach Bonn gekommen, was macht sie so erfolgreich, und ich möchte auch ein bisschen was über die Kombination aus Kirschblüte plus Architektur hier erzählen. Wir haben uns dieses Mal einen Dienstag zum Drehen ausgesucht, und zwar morgens und vormittags, und es ist noch recht leer. Wer schon mal hier auf der Kirschblüte in Bonn war und sich erinnert, wie voll die Wochenenden sind, wir hätten hier auf jeden Fall einen Ellbogen gebraucht. Um im Auto durchfahren am Wochenende braucht man hier sowieso nicht. Wir sind sehr froh, dass dieses Jahr die Kirschblüte wieder frei zugänglich ist. Das war jetzt über die Corona-Zeit hinweg etwas schwieriger. Teilweise war es sogar so extrem, dass hier nur Anwohner in dieses Viertel rein durften, was auch vom Ordnungsamt kontrolliert wurde. Ich glaube, die einzige Ausnahme war, dass man Leute eben besuchen konnte. Und Bonn ist dann doch eine recht kleine Stadt und jeder kannte dann plötzlich jemanden, der dann auch hier wohnte, wo es sich auch gelohnt hat, diese Person dann auch eben zu besuchen. Also letztlich, man kann so viele Regulierungen machen, wie man will. Die Touristen, die Leute kommen trotzdem zur Kirschblüte. Genau. Wir werden gleich mal an der Ecke einen kleinen Stopp machen. Da werde ich ein bisschen was zur Architektur erzählen. Schon mal. Wir werden auch mal zeigen, wie lang diese breite Straße hier überhaupt ist. Es gibt nämlich hier zwei Straßen, die nahezu komplett von den Kirschbäumen bedeckt sind. Das ist hier die Heerstraße, auf der wir starten. Und eben, nee, Verzeihung, das ist die breite Straße, auf der wir starten, und die Heerstraße. Ich sage diese Straßennamen, falls jemand noch nicht bei der Kirschblüte war oder das auch mal plant. Das kann man sich schon mal sonst bei Google Maps schon mal angucken. Auch der Route, die wir heute abgehen, auch schon mal folgen. Die, die es aus dem Internet kennen, werden viele der Bilder auch wieder erkennen. Ja. Machen wir mal hier den nächsten schönen Stopp. Da sieht man mal nämlich, wie lang die Straße geht. Und da ganz hinten am Ende werden wir dann später auch enden. Wir machen aber so zwei kleine Slalomschleifen in die Nebenstraßen, weil ich eben was zur Architektur hier auch erzählen möchte. Das hier ist eins meiner Lieblingsviertel in Bonn, eigentlich auch schon fast mit Abstand, auch wegen der Architektur. Wenn man sich mal diese schönen Gebäude hier anguckt, das ist größtenteils alles denkmalgeschützt heute. Und man spricht im Fachterminus von der Gründerzeitarchitektur. Ich werde euch heute mit Jahreszahlen größtenteils verschonen, aber die eine gibt es heute für euch, und das ist das Jahr 1871. Das Deutsche Kaiserreich ist geeint, ist gegründet im Krieg gegen Frankreich, und es gibt plötzlich einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung. Viele Leute schaffen den Sprung in die Mittelschicht, und hier war eben so ein klassisches Viertel, wo viele Leute auch schon spielerisch ein bisschen versucht haben, ich sag mal, den Adligen so ein bisschen ihre Schlösser auch nachzubauen, eben auch als starkes Selbstverständnis des aufkommenden Bürgertums hier. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Das Viertel ist nicht nur wegen seinen Kneipen so beliebt und weil hier auch zum Teil noch Handwerker sind. Also es ist ein richtiges, würde man sagen, Arbeits- und Lebeviertel. Sondern auch wegen den ganzen kleinen süßen Cafés hier. Ihr müsst euch vorstellen, das alles ist erst möglich geworden durch eine Reform in Bonn in den 70er Jahren, wo man sich entschlossen hat, wir möchten die Autos, also dieses Konzept der autofreundlichen Stadt, wurde dann irgendwann verworfen, langsam zurückgedreht, wo man gesagt hat, in der Innenstadt in Bonn möchten wir eine Fußgängerzone haben, eine größere. Wir möchten auch nicht mehr, dass die Straßenbahnen mitten durch die Fußgängerzone fahren. Parallel hat man hier in der sogenannten Altstadt sich auch dafür entschieden, viele Straßen zur Fahrradstraße zu machen. Nur noch die Einbahnstraße, also es ist nicht mehr zweispurig automatisch. Man fährt jetzt 30, nicht mehr 50, und man hat deutlich mehr Platz geschaffen für Fußgängerbereiche, aber eben auch, wie man hier sieht, für viele kleine Cafés und eben auch für die Bäume.
Wir biegen gleich mal in die Wolfstraße ein nach links, weil ich da ein bisschen noch was zur Architektur erzählen möchte. Geht's einmal rum. Hier haben wir nämlich einen schönen ruhigen Stopp, wo wir mal auch mal ein paar gute Beispiele von den Häusern auch kriegen. Zum Beispiel das Haus hier zu rechten. Ich wähle das aus, weil wir sehen, an der Seite ist das Haus nicht mehr so schön geschmückt. Also es ist normal verputzt. Und ganz hinten durch sieht man vielleicht noch die Backsteine an der Wand. So sind diese Häuser hier vor 150 Jahren ursprünglich gebaut worden, also in einem sehr schlichten Standardstil. Das sind also nicht von vornherein große Villen hier gebaut worden. Das war eben auch der unternehmerische Trick hier, dass man gesagt hat, das sind alles größtenteils Reihenhäuser, eben auch mit Backstein gebaut, also eben für die Mittelschicht auch bezahlbar. Nur die Front bei vielen Häusern war dann oft sogenannt verklinkert. Also man konnte sich hier wirklich wunderschöne Ornamente aussuchen. Ich vergleiche das mal ein bisschen stupide mit einem IKEA-Katalog heute, dass man bis zu 14.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten eben auch hat. Man sagt, ich hätte gerne einen Erker, ich hätte gerne einen Balkon, meine Fenster sollen solche Figuren haben, sollen solche Ornamente haben. Und das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsviertel in Bonn. Wer solche Architektur sehr mag, der ist in Bonn auf jeden Fall gut aufgehoben, denn wir haben mit der Südstadt das größte in Deutschland noch erhaltene Gründerzeitviertel an einem Stück. Da kann man sich wirklich mit so einer Architektur richtig satt sehen. So, wir haben jetzt mal hier die Nebenstraße durchquert und gehen jetzt mal auf die Heerstraße. Die ist wahrscheinlich sogar bei Instagram noch die bekanntere. Ihr werdet gleich sehen, warum, weil das Panorama noch mal breiter und schöner ist. Wir haben es heute auf jeden Fall gut erwischt mit dem Wetter. Das ist Glücksfall im April. Wie ihr hier sehen könnt, wie lang diese Straßen auch sind und wo der Name Heerstraße auch herkommt, das ist hier die alte römische Heerstraße. Wir sind in Bonn, eine der ältesten Städte Deutschlands, vor über 2000 Jahren gegründet. Wir wissen nicht genau wann, welche Stadt auch älter ist hier in der Ecke, aber 2000 Jahre ist die ungefähre Gründung Bonns als römische Festungsstadt. Und was mir auch hier sehr gefällt, den Bezug zum römischen Bonn, man hat hier diese ganzen römischen Säulen und Statuen, Kopien davon, auch hier aufgestellt. Gleichzeitig ist es eine wunderschöne Verlangsamung des Straßenverkehrs, die drumherum fahren müssen, was eben zur Tempo-30-Zone hier auch stark beiträgt. Viele Gäste fragen mich, wo der Name Bonn eigentlich herkommt. Man würde jetzt meinen, alte römische Stadt, es hätte einen römischen, also lateinischen Namen, hat es eben nicht, aber auch keinen germanischen Namen, sondern Bonn heißt auf Keltisch so grob übersetzt Leute, die in einem Talkessel wohnen oder einfach Tal. Kleines Beispiel, wir haben bei Paris die Vororte Sorbonne oder auch die Hauptstadt von Portugal, nämlich Lissabon. Das sind alles keltische Namensursprünge, die wir hier haben. Also hier war vor 2000 Jahren im Rheintal im Prinzip ein gemischter Kulturbereich zwischen germanischer, romanischer und keltischer Kultur. Wir werden jetzt mal die Heerstraße weiter runtergehen. Wir tanzen hier geschickt um die Leute herum. Was ein Otto, Alter. Bonn. Bitte nicht stören, Bonn. Ja, nicht alle Leute sind zufrieden hier mit der Kirschblüte. Also es gibt auch Protest. Das ist nicht nur eine positive Erfolgsgeschichte. Es gibt Leute, die sagen, es ist zu viel touristischer Trubel. Das Argument persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, verstehe ich nicht ganz, denn wie gesagt, es ist das beliebteste Studentenviertel. Hier sind unglaublich viele Cafés und 40 Kneipen. Hier wird auch kräftig Karneval gefeiert. Also hier ist eigentlich rund um das Jahr etwas los. Das ist jetzt nicht nur während der Kirschblüte so. Es gab auch mal einige Leute, die haben auf die Bäume Sprüche geschrieben mit der Drohung, dass sie die Bäume auch vergiften möchten, also mit Nägeln reinhauen, dass die eben absterben. Das ist jetzt nicht passiert, zum Glück. Die Bäume stehen nach wie vor. Es gibt einige, wie man sieht hier, einige neu gepflanzte Bäume. Denn die japanischen Kirschbäume werden nicht so alt. Die werden ungefähr 30, 40 Jahre alt. Der Vorteil von diesen Bäumen ist, die wachsen eben sehr, sehr schnell hoch. Was tatsächlich
einer der Gründe ist, warum die Kirschblüte nach Bonn gekommen ist. In den 70ern hat man ursprünglich, als man Platz geschaffen hat für Baumpflanzungen, hat man deutsche Bäume gepflanzt. Die hatten aber einen Pilzbefall und sind dann abgestorben. Deswegen war man ein bisschen im Zeitdruck und hat sich für die schnell wachsende japanische Kirschblüte entschieden. Die ist teilweise in 8 Jahren oben. Das hat eben den Charme ausgemacht. Also recht pragmatische Lösung eigentlich. Und dann hat man auch noch zum Teil vergessen, die Bäume ich kenne jetzt nicht genau diese bürokratische Ordnung, richtig zu beschneiden. Das heißt, es hat sich ein schönes Baumdach gebildet, was es natürlich schwierig macht, mit dem LKW oder mit dem hohen Bus hier durchzufahren. Aber das sind sozusagen die beiden Zufälle, die dann eben das Positive hier bewirkt haben. Und die war vorher schon beliebt, das kann ich euch sagen. Aber so richtig der Massentourismus ging los dank Facebook. Irgendjemand hat genau dieses Bild, was wir gleich sehen werden, 2011 in der Gruppe 1000 Dinge, die man tun soll, bevor man stirbt, reingestellt. Und seitdem haben wir hier den Massenandrang jedes Jahr. Ich meine, vor Corona, wenn ich mich richtig an die Zahl erinnere, waren es allein aus Japan jedes Jahr 80.000 Touristen, die hier in die Region im Frühjahr gekommen sind, um eben diese Bäume zu besuchen. Die Stadt versucht das auch ein bisschen zu regeln. Man hatte ja früher einen Flohmarkt, wo eben auch die Beschwerde war. Das entwickelt sich ein bisschen in den zu starken Massenkonsum, weil da billig massenproduzierte Souvenirs verkauft wurden. Jetzt hat man das geregelt, dass man sagt, nur die Anwohner dürfen hier zu der Kirschblüte einen Flohmarkt machen, um dem eben wieder einen verstärkten lokalen Charakter zu geben. Genau, da ist das Ende der Heerstraße und wir gehen gleich nochmal über die Nebenstraße, dann zum Ende von der Breitestraße. Und so groß ist die Altstadt auch nicht, da hat man auch schon einen großen Teil davon gesehen. So, hier haben wir nochmal einen schönen Rundumblick in die Kirschblüte, in die Breitestraße rein. Das wird jetzt auch über den Tag immer voller werden. Ungefähr eine Woche haben wir nach meiner Schätzung noch, mindestens mit der Kirschblüte. Kommt auch immer ein bisschen aufs Wetter an. Oh, eine Baustelle, gutes Zeichen weiterzugehen. Das ist auch meine Hausaufgabe, mal auch an alle Zuschauer, denn 90% der Geschichten, die ich jetzt hier erzählt habe, generell, was wir auch auf unseren Touren erzählen, musste ich erstmal selber lernen, obwohl ich hier in Bonn aufgewachsen bin. Ich habe sogar einen Master in Geschichte gemacht, aber wie gesagt, man geht schon immer mit seinem eigenen Tunnelblick durch die Stadt und viele Touristen sind häufig besser informiert als die Einheimischen. Deswegen ist unsere Hausaufgabe auch immer an alle Besucher: Seid mal Tourist in eurer eigenen Stadt. Ihr seid überrascht, wie viel ihr eigentlich täglich verpasst. Zum Beispiel wusste ich auch nie, dass das hier, also ich habe es immer Altstadt genannt, weil jeder Bonner es einfach Altstadt nennt. Außer vielleicht im Stadthaus, wo man dann korrekterweise hingewiesen wird, dass das hier die innere Nordstadt ist. Also warum heißt dieses Viertel hier Altstadt? Es ist letztlich, ich bezeichne das jetzt mal als eine Marketingaktion der Kneipenbesitzer hier, die eben als Beispiel der Düsseldorfer Altstadt dieses Kneipenviertel hier als eine bekannte Szene etablieren wollten. Und das ist denen auch durchaus gelungen, denn die meisten Bonner heute nennen dieses Gebiet hier die Altstadt. Die historische Altstadt ist wirklich 5 Minuten Fußweg von hier entfernt. Diese Häuser sind ja im historischen Vergleich 150 Jahre alt. Das ist ja fast nichts im Historischen, aber das macht eben diesen Charme aus. Meine Empfehlung ist auch, wer so eine Architektur mag, Bad Godesberg oder die Südstadt in Bonn haben teilweise noch die größten Villenviertel in dieser schönen alten Architektur, die es noch in Deutschland gibt. Mit dieser kleinen Geschichte sind wir fertig für heute. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Interesse machen, vielleicht auch mal die Kirschblüte in Bonn oder Bonn zu besuchen. Ja. Auf unseren öffentlichen Touren gehen wir in der Kirschblütenzeit, enden wir auch immer dort. Ihr könnt auch eine eigene Tour buchen. Wir würden uns freuen über einen Besuch. Mit dieser Geschichte bin ich fertig für heute und ich danke vielmals fürs Zuhören.